Was passiert heute in dem Video? Wir sind auf dem Campingplatz, der ähnelt wirklich ganz leichten Bauernhof. Da kommt der Mian richtig auf seine Kosten. Ich rede heute mal das Problem an, was ich super gelöst habe. Was passiert ist, all das kurz nach dem Intro. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Mops, ich musste jetzt echt ein bisschen warten, bis ich filmen durfte, oder? Lass dich wieder am fertig machen. Hä? Naja, also fertig nenne ich was anderes. Der Elo kann es ja nicht erwarten, nein. Die Kamera zu zücken, ja, ja, und auf mich zu schwenken. Am besten schon morgens direkt im Bett liegen. Nö, so. Nö, nö. Hey, wir haben auch Regeln. Aber, das haben wir noch nie gemacht im Bett. Aber ne? Das Ding ist auch, nein. Ich werde immer eher wach, ne? Also ich werde immer vorhin klein wach. Heute hat der Kleine auch gar nicht lange geschlafen. Nee. Bis 7 Uhr, es war noch dunkel. Also es ist auch komisch, finde ich, dass es um 7 Uhr noch dunkel ist, ne? Echt? Wir müssten eigentlich mal einen Sonnenaufgang filmen, aber das kriege ich, glaube ich, mit dem Illo nicht hin, weil sein Schlaf ist ihm nämlich auch heilig. Und der hört morgens immer nichts. Der liegt da und liegt da. Und ich denke mal so, oh nein. Und ich irgendwann so zu mir, ich sage, geh zu Papa. Und dann hat er den Papa da irgendwie, Papa, ich habe Hunger. Das war dann um 8 Uhr, der hat vorhin aus dem Fenster geguckt und sowas, ja. Ja, wie oft warst du denn heute Morgen, heute Nacht auf Klo? Du hast ja so eine neue App da, ne, was du gerade machst. Ich war ganz, ganz oft wach. Also ich habe die Nacht echt schlecht geschlafen. Ich war oft Pipi machen. Ich weiß nicht, also meine Nacht war nicht so super, obwohl es hier wirklich ruhig war. Aber trotzdem, irgendwie war mein Schlaf schlecht. So, und dann bin ich jetzt, genau, viele von euch, weil ich bin ja ein schlechter Trinker und viele von euch haben gesagt, guck doch mal nach einer App irgendwie, und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ja, wir hatten ja gestern da wieder Internet und dann dachte ich, komm, jetzt guckst du mal, weil ich, abends sage ich immer zu dir, boah, ich habe so gut wie gar nichts getrunken, ne? Habe ich mir so eine App runtergeladen und zwar, ich zeige euch die mal. Und zwar ist das... Machst du jetzt Werbung für die? Ja, ja, also das ist hier, die ist kostenlos. Die könnt ihr auch, ich will es euch nur mal zeigen. Hier so ein süß, so ein Pflänzchen ist das. Ich habe jetzt diese hier auch mit dem Lama, aber ich finde die irgendwie süßer. So ist die. Einen Moment. Dauert aber. So, genau. Genau, und dann kann man hier halt sein Gewicht quasi eintragen und dann sagt dir dieses Teil, wie viel du trinken musst. Und dann gibt es da so ein Pflänzchen. Und gestern war das Pflänzchen noch im Samen. Heute ist es schon aus dem Samen rausgekommen. Und jedes Mal, wenn ich trinke, muss ich das quasi so gießen dann. Und ich habe jetzt quasi 200 Milliliter eingestellt, weil 200 Milliliter sind unsere Gläser. Und dann drücke ich das hier, bis 200 sind. Wenn ich das gedrückt halte, gießt er die Pflanze. Und dann muss ich jetzt hier noch 8 mal 200 Milliliter trinken. Und dann habe ich mein Tageslimit erreicht. Und dann kriegst du hier immer so Punkte irgendwie, wenn du dein das erreicht hast und so. Dann habe ich mir jetzt hier schon so ein neues Blumentöpfchen zum Beispiel gekauft. Warte, ich zeige euch das mal. Ich finde das ja süß. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch irgendwie was. Ich trinke dann die ganze Zeit. Und Mian, hier, ich wollte natürlich den grauen mit weißem Blumentopf haben. Den habe ich geholt. Ja, und Mian darf dann immer zum Beispiel, wenn ich dann getrunken habe, darf er dann hier drücken und das Pflänzchen gießen. Ja, und gestern kam ich da wirklich mal so auf Menge von über 2 Liter, ne? Und ich habe halt relativ spät damit angefangen. Das heißt, die ganze Zeit getrunken und meine Blase war so voll. Ja, ich würde sagen, komm, ran an den Kühlschrank und raus. Wo sind Sie denn heute schon wieder? Und warum an den Kühlschrank gehen? Hä? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also wir sind auf dem Campingplatz Pagliano, immer noch in Viterbo. Wir kamen einfach nicht weiter und wir haben uns hier ja, gestern eingefunden. Und ja, Mops und der Kleine, die gehen jetzt gerade zu jemandem hin und möchten den begrüßen und so weiter. Ich stelle euch natürlich selbstverständlich hier den Platz danach vor. Aber erstmal geht es den beiden hinterher. Ich weiß jetzt nicht, warum sie da vorne hinlaufen. Aber gleich, ja, wenn wir dann da sind, hier ist die Entsorgung auf jeden Fall. Ne, hier seht ihr, hier könnt ihr euch mit dem Wohnmobil drüber stellen. Und dann geht's rein. Ah, da hinten sind unsere Freunde. Da hinten sind sie. Und der eine, der wälzt sich schon. Ich will ganz kurz gucken. Ah, man sieht sich gut. Doch, da kommt er hoch hinten. Seht ihr das? Ich gehe mal wieder auf den Weitwinkel. Und mal gucken, ob die beiden oder drei waren es, glaube ich, in der Zahl insgesamt. Ah, guck mal, die kommen schon. Wird geraschelt. Zack, da kommen sie. Ach ja, wir hatten gestern schon ganz viel Spaß hier mit den Kumpels. Das sind ja liebe Tiere, ne? Das sind ja ganz liebe Tiere, seid ihr, ne? Hey Kumpels, kommt mal hier rüber.
Ah, jetzt ist hier große Fütterungsstunde. Der eine Esel, der hat schon hier gut verstanden, dass wir hier rüber müssen, ne, Kumpel? Wir sind jetzt auf der Suche nach dem dritten Eselchen. Es gibt nämlich noch einen, der war gestern aber auch im Stall und die beiden Kumpel, die waren ganz vorne auf. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz rumgehen und hier gibt es ja auch noch viel, viel mehr Tiere. Das war auch mit einer der Entscheidungen, warum wir gesagt haben, ach komm, machen wir hier noch einen schönen Zwischenstopp. Ich finde, das ist ja auch immer, ach ich mag, wir sind ja auch Tierfreunde einfach. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Tierfreund und da vorne war schon, ist auch so ein Hund da vorne in dem Poolbereich, den möchte ich euch gleich auch mal vorstellen. Total der liebe Kumpel von mir. Aber wo ist jetzt der dritte Esel? Wir müssen ihn finden. Schafe haben wir da hinten, Hühner und so weiter. Ja, der dritte, der steht da hinten drin. Vielleicht macht er gerade noch ein bisschen Heier. Na, Kumpel? Ja? Ihr seid ja ganz lieb. Ihr habt ja hier ein schönes Leben, du. Ja? Richtig Auslauf. Jetzt aber jetzt ganz schön wild. Ja? Mops wirft was da hinten hin. Der geht einen Schritt zurück. Mörchen gibt es vielleicht nicht täglich. Nimm mal doch. Ja, hier vorne gibt es noch Schafe. Da vorne auf jeden Fall zwei. Und da hinten könnte vielleicht eine Pute sein. Ich weiß nicht genau, aber hier ist mein Kumpel. Hey, da bist du ja. Komm her, mein kleiner Kumpel. Komm. Ja, er weiß ja jetzt nicht, was ist es, ne? Hm, mein kleiner, oh, du bist ja lieb. Oh, guck mal, wie schön er ist. Schön weiß und auch. Oh. Ja, ich habe ihn gestern schon, sind wir auf Kontakt gegangen, ne? Und dann war Mops mit dem Kleinen unterwegs, dann kam ich zu denen und sie so, ey, du kannst doch nicht einfach die Hand durchstecken. Ja, ich sag, hey, wir beiden kennen uns doch schon. Wir sind doch schon Freunde, ne? Ja, wie ihr seht, ist hier auch ein Poolbereich, aber in den meisten, es ist ja Nebensaison. Ne? Also er hätte richtig Lust, hier mit mir zu spielen, auf jeden Fall. Ja, der Pool ist natürlich jetzt schon auf Eis gesetzt, aber für mich ist es natürlich hier ein großes Abenteuer. Jetzt sind auch alle drei Esel draußen, jetzt ist hier die große Fütterung. Das bringt auf jeden Fall für jeden hier ein Lächeln ins Gesicht. Und ja, einen Spielplatz gibt es hier vorne, ein Restaurant. Also ja, hier fühlt man sich als Familie, fühlt man sich hier ganz wohl. Das kann ich euch sagen und ich würde einfach mal sagen, komm, wir gucken uns das Ganze an. Hier alles unter den Olivenbäumen. Ja. Der Mien ist da oben. Wir haben übrigens heute auch eine Verabredung mit ja, Bekanntschaften, die wir hier gemacht haben. Und mit denen treffen wir uns ganz woanders. Da freuen wir uns heute schon drauf. Die haben nämlich auch Kinder. Und ja, die sind auch so unterwegs wie wir, dass sie einfach reisen können. Und das ist natürlich was Feines. Und so kann man sich immer wieder mal natürlich wieder treffen. Die hatten da einen Termin an der Ostküste. Wir sind jetzt hier. Ja, ich zeig mal einfach ganz kurz hier die Toiletten. Duschbereich. Boah, jetzt ist mir irgendwie in den Mund geflogen. Ach du meine Güte. Ja, hier. WC-Bereich. Alles da, alles in Ordnung. Alles, was man braucht. Ich selbst war jetzt gar nicht duschen. Auf der anderen Seite sind Duschen zweckmäßig von der Breite. Alles total in Ordnung. Ups. Hier vorne gibt es noch, ja, dass man sich mal die Hände waschen kann, zum Zähneputzen morgen, zum Fertigmachen einfach. Ja, hier ist noch eine Waschmaschine. Wir haben die Wäsche eigentlich gut unter Kontrolle. Hier vorne ist im Prinzip der Empfangsbereich. Da kann man sich melden. Hier kriegt man Infos über WLAN, Passwort, was es kostet und so weiter. Und ja, natürlich, also wenn wir, wird man sich das jetzt durchlesen, wird man sagen, ja okay, das passt nicht ganz grammatikalisch, aber das ist, jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Und ja, der Chef, der war hier morgens direkt, der hat uns empfangen, beziehungsweise gestern Abend, wo wir dann da waren. Und das ist noch ein Riesenareal hier. Ich gehe einfach mal nach hinten noch durch, um euch zu zeigen, wie groß es hier tatsächlich ist. Ja, hier vorne ist noch ja, ein Grillplatz, da kann man schön grillen. Und Leute, wir dürfen einfach nicht vergessen, es ist Nebensaison und dann ist einfach nicht so viel los. Hier ist aber trotzdem was los und ja, wir sind jetzt die einzigen Deutschen hier, aber das macht uns ja jetzt auch gar nichts. Ja, das da hinten mit diesen Dächern, das fand ich schon also auf dem Bild sehr, sehr attraktiv, wo wir halt uns nach einem Platz umgeschaut haben, wo wir denn dann hinwollen. Und da habe ich das schon gesehen, hey, guck mal. Die haben da ja auch im Sommer, wenn es dann richtig heiß ist, haben die hier so ein bisschen, ja, wo man sich dann unterstellen kann. Das ist ja auch eigentlich ganz schön sinnvoll. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Nebensaison ist, ob jetzt hier jeder Platz auch vielleicht dann langfristig vermietet wird und so weiter. Ich meine, hey, wer mag denn nicht sein Wohnmobil unterm Dach hinstellen? Und ich komme jetzt hier auch gar nicht nach. Also hier ist
einiges an Platz, was hier geboten wird. Und ich bin gestern, habe ich mich natürlich hier mal ganz kurz umgeschaut. Da hinten, das geht noch weit runter. Also hier passen einige Menschen, einige Camper beisammen hin. So, Ziel sind wir angekommen. Mops hat schon wieder ein paar Sachen hier auf den Schoß. Diesmal kam sie auch nicht zu kurz. Naja. Und AdBlue haben wir auch noch getankt, haben wir doch irgendwie hingekriegt. 4 Liter an der Zapfsäule, waren so ein bisschen mit Servicekraft. Ich dachte, oh nein, jetzt kommt die Servicegebühr noch oben drauf. War schon teuer, 2,50 Euro. Wir haben aber wieder voll getankt. AdBlue ist alles vier gut. Liter. 4 Liter, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich wollte euch ja heute eigentlich was erzählen, aber ich würde einfach sagen, Mops, zeig mal hier, was hast du schon wieder abgegrast hier? Ja, ne, also ich abgegrast. Ich war in den Laden drin, bin vorab reingegangen, hatte was anprobiert, habe Illo dann angerufen, habe gesagt, komm mit dem Kleinen vorbei, weil er sollte da auch was anprobieren. Und dann ist der Herr wieder durch den Laden geratscht. Ich habe den Herr wieder durch den Laden gesucht und ja. Ich finde immer, ne, was. Ne? Das ist also der Wahnsinn. Also, und was? Danach macht er mir Druck und sagt auch schon wieder so spät, ja, und dann ist Essenszeit und hier und da. Ich sage, nein, wir kommen jetzt erstmal an. Ne? Aber er selber hat die Ruhe in dem Laden weg. Ne? Immer ja, noch. Dann zeige ich mal, was der Herr sich geholt hat. Da habe ich gesagt, okay, das sieht echt schick aus. Hier so ein einfacher, schlichter Pullover. Ich glaube, der kam nur 12 oder 13 Euro. Er hatte den drüber gezogen. Sieht schick aus, habe ich abgesegnet. Ach ja, ist wieder keine Werbung, ja, müssen wir halt sagen. Bla, bla, genau, genau. Das haben wir selber bezahlt. Ja. Wir werden nicht gesponsert von Decathlon. Nein, nein, die ganze Welt bezahlt unseren Trip hier. Ich habe mir einfach eine Leggings hier geholt, eine bequeme Leggings. Das war's, nichts Besonderes. Das war wichtig jetzt. Und das war das Eigentliche, weswegen wir da hin wollen. Weil Illo war gestern wirklich schon in dem Laden drin, hat ja Mantel für sein Fahrrad geholt. Und was hat er vergessen? Diese hier. Diese Badelatschen, die gibt's da. Das Lustige ist, wir hatten die mal, wir hatten die damals geholt. Wir haben die aber irgendwie, ich glaube, in Koffern verstaut, eingelagert oder irgendwas. Aber wir haben es halt da gemerkt an dieser heißen Quelle. Es tat wirklich weh unter den Füßen. Und wer weiß, wo wir noch mal hinkommen. Da bist du froh, wenn du solche Latschen hast. Die kamen, ich glaube, 8,99. Da kannst du nichts sagen. Die sind super. Wir haben sie noch mal anprobiert. Ja, und der Kleine, der hat ja so Söckchen. Die hatten wir ja mal oben an den Nordsee geholt. Nordsee, ja. Aber irgendwie sind die Socken, ist das Problem. Hier ist quasi Gummi und dann hängt das Gummi hier und hier hängt noch was von der Socke und er hat sich trotzdem verletzt, weil das komplett verrutscht, weil es kein Schuh ist, sondern nur so eine Socke mit Verstärkung unten. Und dann habe ich ihn jetzt die geholt, auch so Gummidinger. Übrigens, wer die nicht schick findet, es gibt auch die in rosa und in noch eine Farbe, in schwarz, glaube ich, für Erwachsene. Aber ja, ich fand die gut, die waren günstig, das reicht, die sind leichter wie die und von daher fertig. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, lass uns mal heute über eine Sache reden, wo wir einfach nachbessern mussten und wo man auch einfach im Ausland sehr viel Vertrauen in jemand anderes geben muss. Und Mops kam nur zurück und sagte, hast du überhaupt irgendwas, hast du was unterschrieben? Was ist, wenn das dann ein Jahresvertrag ist oder zwei Jahresvertrag? Ne? Ja, und ich habe nämlich jetzt für einen Monat habe ich uns 100 Gigabyte geholt, weil ich bin es echt satt. Wir waren auf dem Campingplatz irgendwo, da hatten wir eigentlich WLAN, haben dann tausende von Videos wieder vorgeladen und so weiter. Ich habe Videos hochgespielt, auf einmal schon wieder 20, 30 Gigabyte weg und jetzt waren wir bei nur noch 8 Gigabyte für einen Monat. Wer weiß, haben wir mal gutes Internet, auch gutes Internet, jeder Campingplatz hat da auch nicht vielleicht das beste Internet, um Videos hochzuladen und so weiter. Da war ich echt schon rambösig. Und wir selber wollen ja auch Kontakte halten, wir sind andauernd im Internet, wir gucken selber auch da mal irgendwie ein Video. Ja. Mit Content, mit Familie, WhatsApp oder sowas. Und dann hast du schon so ein schlechtes Gefühl. Denkst du, nein, das kannst du nicht angucken, kann nicht weil sein. Das zieht den Datenspeicher leer. Aber das kann es ja nicht sein. Ne? Und der Kleine, zum Zähneputzen darf er immer was gucken. Das ist bei uns halt so zur Routine geworden, dass es halt für alle angenehmer ist. Mittlerweile klappt es auch ohne, aber wir lassen es ihn einfach. Wie auch immer, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber er sagt auch mal, was Neues lernen. Und dann soll er einfach die Möglichkeit haben. Ne? Und es bringt nichts, wenn wir da am Rumkraxen sind. Aber ich hatte Illo halt auch nicht das Okay gegeben, monatlich 80 Euro noch mehr zu bezahlen. Wir sehen ja, es geht ja. Es geht für 100 Gigabyte, 25 Euro. Als er nur zurückkam, ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, du hast jetzt da nicht irgendwie für einen Vertrag oder so unterschrieben. Ja, aber jetzt seid mal ganz ehrlich. Ich kenne es von früher, man holt eine Prepaid-Karte, klack ins Handy rein und los geht's. Das ist aber nicht mehr so. Da muss man gleich, ja, klar, die Karte kannst du reinmachen, aber da musst du gleich irgendwo anrufen mit einem Ausweis verifizieren und so weiter. Dass du hier weiß ich nicht, wer bist und was du damit vorhast, ne? Ja, genau, und das Gleiche war jetzt hier auch. Und ich war jetzt bei T-Mobile, also das nennt sich hier Tim. Ich bin die ganze Zeit auch über unser Netz, sind wir die ganze Zeit in TIM drin. Wahrscheinlich Telekom, Italien, Mobile. Ich weiß nicht genau, was die Abkürzung ist. Das könnt ihr natürlich gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Und ich habe da eigentlich auch ein gutes Gefühl. Und dort auch immer dann das beste Netz zu haben, wo wir dann auch immer sind. Es gibt echt also, nur kein Netz. Also wie auch immer, wir haben Netz und 25 Euro, 100 Gigabyte, finde ich, ist vollkommen legitim. Besser wie 80 Euro, wir sind jedes Mal verpflichtet. Aber es kann auch sein, dass wir mal nicht, dass wir mit unserem auskommen. Das hatten wir auch schon. Und von daher bin ich froh, wenn wir nicht
fixe Kosten haben, die noch mehr sind, sondern das Budget so wenig wie möglich halten. Und das Gute ist, das ist jetzt nicht bis Monatsende, sondern fiktiv vom, weiß ich nicht was, von dem Datum bis zum nächsten Monat, bis zu dem Datum. Das fand ich halt auch gut. Und die Karte könnten wir jetzt angenommen, wir fahren jetzt nach Tunesien, nee, Tunesien nicht, EU, wir fahren nach Griechenland rüber und hätten dann nochmal irgendwie 9 Gigabyte im Monat, ja. Der Herr Hunger. Soll jetzt wir aufhören machen fertig. Zu schnacken. Ja, alles ich habe Essen ist fertig. Wir freuen uns morgen. Wir wollen euch hier neue Bilder zeigen, neue Eindrücke von uns. Essen. Schaltet wieder ein, hier, wenn es heißt Illo und Mops, sie reißt mich tschüss. Weg. Tschüss, ich falle gleich vom Fleisch, aber der Herr nicht, deswegen hat er die Ruhe weg. Tschüss. Ciao.